Aber Eternal Darkness, auf das habe ich mich, ne, das ist ein Spiel, das habe ich, so lange ist es gar nicht her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, tatsächlich. Ich war ein paar Jahre, aber bestimmt schon wieder. Und das hole ich immer wieder gern mal raus, weil ich einfach diese Cthulhu-artige Stimmung und dieses Mysteriöse und diese Zeitreise und dieses Zombies und Monster in den verschiedenen Zeiten bekämpfen und so weiter, das mag ich schon alles sehr gerne. Das gefällt mir sehr gut. Da habe ich schon auch jetzt Bock drauf. Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Okay. Nintendo. Ich befürchte, dass Nintendo nie wieder irgendwas mit der Lizenz machen wird. Und ich finde es super schade. Super schade. Vielleicht kann ich dir heute ein paar Tipps geben, Vampire Girl, wenn du Fragen hast oder so. Ich meine, wie gesagt, es ist ein paar Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich glaube, ich kann noch ein paar Zauber so, kriege ich so noch zusammen. Ohne Anleitung. Und ein paar Strategien, wie man kämpft, weiß ich auch noch. Pius Augustus. Wenn alle Planeten in einer Linie stehen, dann wird das Schlumpfdorf sichtbar. Es gibt eigentlich... Ja, nee, abgesehen von den Cthulhu-Lizenzspielen, ne, gibt es eigentlich relativ wenig Spiele, die so kosmischen Horror thematisieren, oder? Der Römer ist der Beste. Ja, ich glaube vor allem, der hat die Stimme von Dagobert Duck, oder? Im Englischen. Ich glaube wirklich, ich bin mir aber nicht sicher. Na gut. So, let's go. Ich finde es im Hauptmenü schon so schön, muss ich sagen, dass einfach jeder Menüpunkt... Oh nein, jetzt funktioniert mein Controller nicht. Doch. Gut, Gott sei Dank. Dass einfach jeder Menüpunkt einen eigenen Sound hat und immer so ein verstörendes Summen. Ah, schönes Detail. Genau. Flesh. Flesh. Bones. Bones. Bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago. Before time. Before humanity. I am Dr. Edward Roivus. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story. Even the story of the Roivus family. Oh, warte mal, du hast recht, ne? Ups. Ich befürchte, es bleibt Englisch. Naja, okay. Let's go. Trotzdem. Flesh. Bone. Bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago. Before time, before humanity. I am Dr. Edward Roivus. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story, nor even the story of the Roivus family. It is the story of humanity.
Like it or not, believe it or not, as you will. Your perceptions will not change reality, but simply color it. Humanity has been on the edge of extinction for 2 millennia, ignorant of so much and dependent on so few. The Guardians grow restless, their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path, and they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line, and the last hope for humanity. Okay, los geht's. Jetzt muss ich erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Wartet mal schnell. Donald Duck war, nicht Donald, sondern wenn dann Dagobert Duck, aber okay, war kein Duck. Klingt aber genauso. Hello? Miss Alexandra Roivas? Yeah, who's this? This is Inspector LeGrasse of the Rhode Island Police. I'm sorry to disturb you, but there's been an accident with your grandfather. I'll be on the next flight out. Wir haben Mittwoch eigentlich immer Bonusspiele. Da spielen wir eigentlich nie Resident Evil, Simon. Dienstag ist Resident Evil Tag. I trust you had a pleasant trip? Yes, I suppose so, considering. Yes, my condolences. This is most unpleasant. It's a shame we couldn't meet under brighter circumstances. Yes, it is. Can we get this over with, please? Of course. This way. But I must warn you, it's not a pleasant sight. I'm afraid there's not much to see. Miss Roivas, is that your grandfather, Edward? Yes, it's him. He's wearing our family ring. Die sieht aus wie Buffy. Ein bisschen, ja. Why are you showing me this? Can't you check dental records or something? What is wrong with you? I'm sorry. It's my job, lady. You're the only living relative, and no, we can't check dental records. There's no head. Oh, none of this makes sense. There's no sign of intrusion, and there was certainly a lot of force. Wir spielen es jetzt gemeinsam, Captain Smoker. Keine Angst. Zusammen schaffen wir das. We have no evidence except for the body, and what's left doesn't say much. Oh, we don't have a single clue. Well, you better find out who did this. I'm not leaving Rhode Island until you do. There must be some clue in this old mansion revealing what happened. I want answers. So do I. I wish I had some. So, und ab jetzt kommt der nie wieder vor. Das war's mit dem Ermittler. Ende. Ist wirklich so. Naja, jetzt nehmen wir das in unsere eigene Hand. Okay. Schockiert. Ey, ich habe jetzt übrigens das nächste Bonusziel auf Twitch eingerichtet, ne? Wir sind submäßig wieder sehr stark gefallen. Schauen wir, dass wir wieder zurück auf 100 kommen, während wir Eternal Darkness spielen. Und in der Zeit kann quasi schon ab jetzt das nächste Bonusziel wieder erreicht werden. Let's go! Okay.
Ja, genau. Ich habe auch mein GameCube und das Spiel noch aus dem Regal geholt. Oder aus dem Umzugskarton, besser gesagt, bei mir. Okay, schockiert über den mysteriösen Tod ihres Großvaters und frustriert von der Inkompetenz der örtlichen Polizei hat Alex geschworen, die Wahrheit zu lüften. Sagt man das so? Sie hat beschlossen, die Villa zu durchsuchen. Der Ort, an den Edward seine Untersuchungen durchgeführt hat. Wenn es irgendeine Verbindung in seine Vergangenheit gibt und möglicherweise eine Verbindung zu den Morden, dann muss sie hier sein. Eine Uhr. Eine wunderschöne Carriage-Uhr. Die Zeiger sind anscheinend stehen geblieben, aber die Uhr tickt immer noch. Die Zeit ist permanent auf 3.33 Uhr gestellt. Es ist ein Schlüssel auf der Rückseite der Uhr, wahrscheinlich für... Was? Ach so, um sie aufzuziehen. Den nehmen wir. Alex nimmt den Schlüssel. Die Uhr. Und nimmt den Schlüssel. Aber irgendwas ist komisch an dem Schlüssel. Der ist nicht, um sie aufzuziehen. Es sieht eher so aus, als wäre er für einen Schrank. Okay. Das Sounddesign im Spiel ist schon sehr echt gut, oder? Ich finde den Soundtrack schon auch einfach echt toll. Wenn man das Soundtrack nennen will, die Soundkulisse hier quasi, ne? Ja, ja. Ja, bla bla bla. Wir stellen die Uhr auf 3.33 Uhr. Ein Geheimgang. Au, ich habe versehentlich die Tür geboxt, das hat sie jetzt davon. Sie ist so wütend, dass die Polizei so inkompetent ist, dass sie erstmal die Tür boxt. Ja, das Geflüster immer. Und wenn dann ne, der legendäre Sanity-Balken nach unten geht bei manchen Figuren in manchen Kapiteln und dann die Figuren so richtig durchdrehen, das ist jetzt der Alex ist bei bester psychischer Gesundheit Modus des Spiels. Das wird noch sehr spannend, wenn es den Figuren nicht mehr so gut geht psychisch. Eine uralte Seite, die hinter einem Glasding in einem Rahmen an der Wand hängt. Verrücktes Geschreibsel bedeckt die Seite. Unverständlich für Alex. Wenn Alex nur eine Art Tome hätte, um das Ganze übersetzen zu können. Na, dann schauen wir uns doch mal dieses schöne Buch an, das aus menschlichen Knochen, Haut und anderen menschlichen Körperteilen gemacht wurde. What could possibly go wrong? Bin mal mit meinem Charakter so durchgedreht, dass ich um 3 Uhr morgens heulend meinen großen Bruder aus dem Bett geholt habe. Ich glaube, für mich der schlimmste Horror-Trip in dem Spiel war, als zum ersten Mal meine ganzen Savegames gelöscht wurden. Ich habe es für einen Moment geglaubt. Nor did I care. How the knowledge changed me, it will also change you. As you read this, you will come to learn fear. Bin gespannt, auf welche Horrorvision wir in unserem jetzigen Playthrough stoßen. You understand, or you will perish. To think that once I could not see beyond the veil of our reality. Hey, Gesichtsbob übrigens, hallo. To see those who dwell behind. My life now has purpose, for I have learned the frailty of flesh and bone. Mein Holy ist schon leer. Ich hole mir mal schnell ein neues Getränk. Ich lasse es laufen. Where is Quiescandamast? Where is Conservandine?
Facusatis aquae sumat, et animus eorum conferma. Hubna huis, dia sit modo prima multarum, si ingeptum conficiamus. Quam primum, Centurio Augustus. Wallo res I would like to compliment you once more on your battle tactics. Our enemies did not have a chance. Ja, der Psycho Mantis Kampf war auch sehr gut, ne? Dass der die Memory Card ausliest, ist schon auch sehr lustig gewesen. But if we are to retrieve the artifact, then we must be strong and patient. Als ich zum ersten Mal das Spiel gespielt habe, war der erste, also quasi der Bosskampf auf der Brücke zur unterirdischen Stadt mit dem Großvater von Alex oder sowas, war für mich so schwer, ey, so hart. Aber wenn man weiß, welche Zauber man benutzt und so weiter, dann ist das alles das Easieste überhaupt. Ja, die Animationen sind manchmal ein bisschen lustig in dem Spiel, finde ich auch. Bisschen weird, so uncanny. So, römischer Legionär Pius Augustus. Plötzlich in einen unterirdischen Tempel geworbt. Die Leiter führt in die Dunkelheit, in ein dunkles Labyrinth. Gefahren lauern dort unten. Aber Pius Mut kommt nicht ins Wanken. Soll Pius die Leiter hinabklettern? Yes! Let's go! Die Augen der NPCs sind alle entweder stoned oder aus oder psycho. Ja, ich meine, ne, wir spielen das ja jetzt auf einem Emulator, damit die Auflösung ein bisschen schöner ist, weil wenn man wirklich GameCube-Spiele auf modernen Bildschirmen sich anguckt, ist das alles schon mittlerweile sehr verwaschen. Auf dem GameCube wird es einem gar nicht so auffallen, dass die Modelle teilweise gerade im Gesicht ein bisschen weird sind. Aber der Polizist am Anfang, der mit Alex redet, der sah schon immer furchtbar scheiße aus, auch auf dem GameCube, auch mit der verwaschenen GameCube-Grafik. So. Das ist schon witzig irgendwie, das Kämpfen habe ich immer noch im Blut irgendwie so. Das ist nicht wie bei den älteren Resident Evils, wo ich teilweise wirklich gar nicht mehr klarkomme, sondern das, wie ich mich da bewege und wie ich gegen die Kämpfe mache, ich ganz automatisch. Das ist schon lustig, obwohl es auch schon länger her ist. Aber das Spiel ist auch leicht, insgesamt würde ich sagen. Jetzt habe ich es verschrien, jetzt werde ich gleich sterben wahrscheinlich. Diese Finisher sind übrigens nicht nur zur Show oder witzig, sondern später werden die noch wirklich wichtig im Spiel. Falls ihr das Spiel nicht kennt, ne, zur Erklärung, was das Spiel so besonders macht, ist nicht nur, dass man so im Grunde Cthulhu-Psycho-Horror durch die Menschheitsgeschichte durch hat, sondern es gibt quasi neben dem Lebensenergiebalken und dem Mana-Balken, was man ja vielleicht noch erwarten würde, auch den Sanity-Balken. Das heißt, unsere Figuren können wahnsinnig werden. Und das kann das Gameplay massiv beeinflussen. Also die werden wirklich verrückt und können seltsame Visionen haben. Spielabschnitte werden plötzlich von uns betreten, die eigentlich nicht wirklich existieren und so weiter und so fort. Gegner, die nicht wirklich existieren. Wir sterben oder unsere Savegames werden gelöscht oder fliegen, krabbeln über dem Bildschirm, ne, alles Mögliche. Und damit wir unsere Sanity wiederherstellen, wird später wichtig, dass wir Gegner finishen. Man hat aber nicht ewig Zeit, die zu finishen und so weiter.
Aber das ist quasi hier wirklich auch wichtig. Aber jetzt im Pius-Kapitel ist es nur zur Show, damit er zeigen kann, was für ein cooler Legionär er ist. Früher haben mich auch die Fackeln so erschrocken, wenn die immer wieder im Vorbeigehen so pfck machen. Mittlerweile auch nicht mehr so wild. Aber ich hatte schon früher echt auch Angst vor dem Spiel. Da war ich auch nicht mehr so jung, ne? Muss man auch sagen. Aber trotzdem, ich fand es schon auch noch gruselig. Jetzt nicht wie in Resident Evil 2 damals, das war ja noch viele Jahre vorher. Aber schon. Schon auch noch. Ich meine, diese verdorrten Mantarok-Zombies hier, diese braunen, die sind ja auch wirklich relativ problemlos, ne? Wir müssen uns jetzt dann entscheiden, gegen welchen dunklen Supergott wir in den Krieg ziehen wollen. Das Spiel hat nämlich drei verschiedene Götter, die man sich am Anfang quasi als Hauptantagonisten aussuchen darf. Und die beeinflussen das Spiel. Aber nur eigentlich durch die Gegner, durch die Monster, die man bekämpft. Ich finde, ich bin ein Fan von dem Roten. Das ist vom Schwierigkeitsgrad her vielleicht so ein bisschen der höchste Schwierigkeitsgrad, aber der hat einfach die coolsten Monster, finde ich. Der Blaue macht quasi das die Zerstückungsmechanik in dem Spiel so ein bisschen obsolet. Der ist eher uninteressant. Und der Grüne ist nervig, weil er dauernd nur explodiert. Die Monster von dem halten nichts aus, aber sprengen sich dauernd in der Luft. Und der Rote hat einfach sehr starke Standard-Zombies. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, ich hatte Grün genommen. Na, Grün ist, finde ich, auch noch okay. Blau finde ich, ehrlich gesagt, die schlechteste Erfahrung. Weil bei den blauen Monstern ist es so, dass denen einfach, wenn man den Köpfe oder Arme oder Körperteile abtrennt, haben die einfach so Geisterversionen von ihren Körperteilen. Also kurz gesagt, kann man denen nicht wirklich was abtrennen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Das hat mich immer genervt. Ich habe das Spiel damals natürlich dreimal am Stück durchgespielt, damit man auch das wahre Ende kriegt. Wir werden es jetzt, glaube ich, aber im Stream nur einmal durchspielen. Und ich glaube, wir nehmen Rot. Es ist wirklich auch so ein bisschen Pokémon hier. Es ist auch so, dass dann quasi die Magie des Grünen mächtig ist gegen den Blauen, glaube ich. Und Blau ist gut gegen Rot und Rot gegen Grün. Und hier Lila, Mantaroks Magie, ist, glaube ich, so ein bisschen gut gegen alles. Oder bringt das alles so ins Gleichgewicht, bla bla bla, whatever. Aber das wahre Ende kriegt man nur, wenn man quasi in drei Parallelrealitäten alle drei dunklen Götter besiegt. Dann erst sind sie wirklich tot. Und jetzt kriegen wir erst unser Tutorial, wie man Körperteile anvisiert. Genau. Das Spiel ist erst wirklich durch, wenn man so will, ne? Wenn man es dreimal durchgespielt hat. Das ist so ein bisschen Silent Hill-mäßig oder so. Du kannst halt quasi beim ersten Mal durchspielen nicht das wahre Ende kriegen. Die Level, ich meine, das mit Pius Augustus hier geht, aber die Level in dem Tempel, in den Tempelanlagen, finde ich immer am nervigsten. Die mag ich immer gar nicht. Weil wir besuchen den Tempel ja jetzt über die Jahrtausende hinweg immer wieder mal. So, Pius, und jetzt musst du dich entscheiden. Ob du wirklich den richtigen Gott dir wählst, siehst du, wenn du bist gequält. Das reimt sich überhaupt nicht. Gut, nehmen wir Rot. Katherga, glaube ich, heißt er, ne? Ein seltsames Skulptur, die einen rot geklauten Wurm. Gibt es ein deutsches Wort für Claude?
rot beklaut, also mit Klauen ausgestattet, keine Ahnung, ein Wurm mit Klauen halt, schwebt mysteriös in der Luft. Willst du das Artefakt nehmen? Ja, auch wenn wir damit sein Schicksal besiegeln. Also auf Nintendo nicht, Simon, aber von Nintendo definitiv. Es war das erste und einzige Horrorspiel, das von Nintendo wirklich gepublished wurde. Und wahrscheinlich leider das letzte. Also sollten die irgendwann mal ein Eternal Darkness 2 ankündigen, dann werde ich komplett sterben und durchdrehen und mich super freuen. Aber ich würde nicht drauf warten. Chaturka's Power filled me. Invigorating my dead body. With a touch, I could level buildings, rend the ground asunder, and channel power such as mortal men could only dream. Face me, and you shall surely perish. Dumm, dumm. Es ist auch wirklich nicht das gruseligste Spiel, ne? Finde ich, das wird's auch nicht mehr. Es ist eher so ein bisschen dieses übernatürliche, kosmische, horrormäßige. Es gibt dann schon später ein paar Gegner, die so One-Hit-Kill-Angriffe haben. Die sind wirklich gruselig, weil die sind furchteinflößend. Weil die können den Run sehr schnell beenden. Aber ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht das allergruseligste Spiel. Eher so mysteriös, Mystery eher vielleicht. Es ist eher mehr Mystery und weniger Horror. Okay. Seltsamerweise, jetzt da Alex den Tome of Eternal Darkness besitzt, kann sie die Seite lesen. Und es ist ein Kapitel aus dem Tome selbst. Und deswegen nehmen wir das. Und jetzt lesen wir The Binding of the Corpse God. Also das, die Gefangennahme des Totengottes. I cannot say des Leichengottes eher. Nor am I sure of its end. So perhaps here is the best place to start. I am reminded of ideas. Es ist halt so kosmischer Horror und das ist halt was anderes wie so Body Horror wie in Resident Evil oder so. A study in magic and religion. We are overwhelmed by a very human need to weave a web of meaning where there may be. Ja, ich liebe Deadly Premonition. Since time immemorial, ancient peoples have dressed up their lack of knowledge as gods and demons. I have discovered that sometimes the fates of gods and mortals intertwine. Ich mochte auch den zweiten Teil, aber der erste ist einfach legendär. Und dass man da noch einen zweiten Teil bekommen hat, fand ich sehr, sehr schön. Hätte ich nämlich auch nicht gedacht. Thy time is done, great ancient. Forever in shadow will you be master of chaos. And to fade to nothing in obscurity will be thy fate. My master has planned many millennia for this day. It is the true chaos of all things that you now must be entombed amongst the beings of flesh and bone. You have a great monument here, Manturok. It is a pity that no one will ever recognize. Echt so gruselig. Ich fand das tatsächlich nie so gruselig, muss ich sagen. No longer will thy reign be kept over the ancients you have kept imprisoned. Deadly Premonition hat halt einfach super viel Charme und so. Das muss man mögen, ne? Entweder spricht's einem an oder nicht. V-I-G-G-E-S ist jetzt ein Bird-Reiter. Dankeschön, Wix, für deinen Sub. Das freut mich sehr. Das ist super nett von dir. Somit sind wir ein Sub näher, dass wir wieder zurück zu 100 kommen. Dann sind wir endlich wieder mehr, Leute. Fables can keep me amused. There has to be something to do around here. I only wish something that fantastic and of higher purpose could happen to me.
Tja, man sollte vorsichtig sein, was man sich wünscht, denn es könnte in Erfüllung gehen. Das G-Virus-Vieh da unten mit den vielen Augen, man mag es gar nicht glauben, aber das ist basically der Held im Spiel. Also abgesehen von unseren ganzen Hauptfiguren, wir alle dienen im Grunde nur diesem Mantle Rock. Mantle Rock ist basically der Hüter der Menschheit, der die anderen Götter zurückhält. Und jetzt ist er quasi durch die Cutscene, gerade durch Pios, in einen... ja, tausende von Jahre andauernden Sterbeprozess quasi geschickt worden. Wird das Ziel nicht eingeblendet? Das sollte es nämlich eigentlich. Moment. Eigentlich sollte das Ziel angezeigt werden. Ich kann es mal beenden und nochmal neu starten. Keine Ahnung. Und zack. Oh nee, 1000 brauchen wir. Da, 1000 jetzt. Eins nach dem anderen. Jetzt machen wir erstmal die 100 voll, ne? Moment. Okay, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Hoffe ich. Ich sehe einen Banner zumindest, der durchläuft. Landsquid Birdrider hat den Chat. Was? Was habe ich gemacht? Ich habe vorübergehend versehentlich Chat nur für Abos aktiviert. Das wollte ich nicht. Ich habe es wieder deaktiviert. Alles gut. Okay. Let's go. So, die kennen wir ja schon. Uh-oh. Hier wird's ziemlich Indiana Jones-mäßig. Banner habe ich gesehen, aber Ziel steht immer noch nicht oben. Ha, komisch. Schaue ich mir bis zum nächsten Mal an. Bis nächste Woche. Aber ich kann es euch ja sagen, wir sind jetzt auf 57 wieder gefallen. Aber ist nicht schlimm. Wir kommen schon wieder auf die 100. Okay, wenn man, jetzt kriegen wir quasi ein Tutorial, dass wenn wir von einer Kreatur angesehen werden, verlieren wir unsere Sanity, verlieren wir unsere psychische Gesundheit. Und wenn unsere psychische Gesundheit auf Null ist, dann erleiden wir körperlichen Schaden, obwohl eigentlich nur psychischer Schaden angerichtet wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Jaha, habe ich ja gerade erklärt. Das sind jetzt eben die Grünen. Ach so, wartet mal, ich habe es vorher, glaube ich, falsch erklärt, ne? Die Grünen sind die, die die Phantomkörperteile haben. Die Blauen sind die, die explodieren. So rum war es. Ich habe es, glaube ich, verkehrt rum im erklärt. Ja, ich möchte bitte Kerzen auspusten. Ach, verdammt. So. Okay. Ich versuche die möglichst zu vermeiden. Moment. Gut. Es gibt theoretisch auch so, ne?
so Attacken, die man ohne Anvisieren machen kann. Aber ehrlich gesagt gibt es nicht wirklich einen Grund, die zu machen. Man kann damit höchstens ab und zu mal eben, wie gerade eben, so Gruppen von Gegnern zurückdrängen mit so einem wilden Gefuchtel. Aber es ist eigentlich immer die beste Option, vor allem den Kopf und die Arme dann abzuschlagen und dann sind die eh schon besiegt. So, dann ziehen wir der Statue mal die Bronzekette an, die wir gefunden haben. Nachdem ich rausgefunden habe, wie ich gleich nochmal in mein Menü komme. Hä? Hallo? Weil die Kette, die wir von der Statue genommen haben, ist magisch. Die können wir benutzen, um uns zu heilen, wenn notwendig. So, das stimmt schon. Ah, dammit. Gleich mal einen Giftpfeil abbekommen. Nee, zum Glück anscheinend keinen Giftpfeil, nur einen normalen Pfeil. Gibt's Schlimmeres. So, die Blauen. Im Grunde werden hier jetzt so ein bisschen in dem Level alle vorgestellt. Jaha, ich weiß, wie es geht. Danke. So, wo bin ich jetzt reingekommen und wo bin ich rausgegangen? Ich glaube, so, oder? So müsste es stimmen. Ja, okay, ich glaube schon. Ah, ja, genau. Da haben wir das Blasrohr. Das nehmen wir mit. Oh-oh, it's a trap. Und unser schönes Schwert ist zerbrochen. Damn it. A secret passage in the temple. Und da sind unsere Hauptgegner fürs restliche Spiel. Nicht, dass wir nicht auch andere treffen, aber... Die kriegen jetzt quasi Giftschaden, deswegen, ne? Stolpern die ganze Zeit so komisch, falls ihr euch wundert. Okay, und jetzt mit dem Blasrohr finishen. Das finde ich immer ein bisschen lustig irgendwie nochmal. So, den letzten Giftpfeil. So, und weil wir den Menschen hier gerettet haben, netterweise, ist er so freundlich und repariert uns unser Schwert. Dankeschön. Das ist wirklich gut, weil das Schwert ist sehr viel besser als das Blasrohr. Wenn, also die greifen den auch aktiv an. Wenn man es nicht schafft, den zu retten, dann hat man tatsächlich für die restliche Passage kein Schwert mehr. Das ist jetzt auch nicht super tragisch, man kriegt schon hin, aber es ist schon viel gemütlicher mit dem Schwert. Kann ich schon empfehlen. Na. Das schon gemein. Es gibt so ein paar Passagen, da muss man drauf treten, da geht's nicht anders. Dammit. Ja, einfach durchlaufen.
Einfach durchlaufen funktioniert tatsächlich oft bei diesen Fallenpassagen. Das Schöne ist auch genau, wie man hier sieht, die Zombies kämpfen auch gegeneinander von den unterschiedlichen Farben. Das sind quasi immer die Lakaien des farblich zugeordneten Gottes. Und die mögen sich gegenseitig halt auch nicht, ne? Weil natürlich will jeder Gott die Kontrolle über die Erde und die Menschheit haben. Und deswegen sind die auch voneinander nicht unbedingt die besten Buddies. Genau, und das Gimmick von den Roten ist im Grunde, dass die sich regenerieren können. Wenn man die zu lange stehen lässt, dann wachsen denen Köpfe und andere Körperteile wieder nach. Tomb Raider lässt grüßen. Ja, für mich eher Indiana Jones, aber ist ja alles eins, ne? An den Wandgemälden hier sehen wir schon so ein bisschen die Story von dem Ganzen. Ein Wandgemälde, das eine antike Karma-Gottheit zeigt, die von einem Skelettdämon gequält wird. Haben wir ja gerade in der Cutscene schon gesehen. Und da ist er, der gute alte Mantarok. Das Bild ist, genau, wenn man ein bisschen verrückt wird, wird das Bild schief. Das ist eins der ersten Sachen, die passieren. Aber dann dreht es immer mehr durch. In den ersten Kapiteln dreht man noch nicht so stark durch, aber das kommt noch. You are one of the chosen many, flesh and blood. It is now your destiny to fight the eternal darkness. I give you a gift in return for an obligation. The gift is your life, sweet dancer. The obligation is this. You hold one of Mantarok's hearts. The essence of a corpse god. The sun that is a source of great power. From those people, you must defend it. Lest they use it to destroy what little brightness your world has left in it. Guard it well. Den lernen wir auch noch kennen, den Anthony, den wir hier schon gesehen haben. Hier wird's Zeitlinien technisch ziemlich paradox alles, aber so ist das eben, wenn es um uralte, unsterbliche Götter geht. Für die spielt Zeit halt nicht so die Rolle wahrscheinlich. Na, ich dachte, ich muss da reingehen. Ich bin wahrscheinlich schon wieder ein Kapitel zu weit. Ah, dann nehmen wir erstmal den Stab. Jetzt gehen wir da hinten hin. Bei solchen Passagen ist es echt nervig, dass die Figuren auch eine versteckte Ausdaueranzeige haben. Naja. Was? Wir müssen immer noch nicht dahin. Dann kann ich mich nicht mehr erinnern. Ist egal, gehen wir zurück. Dann kommen wir halt dahin, wo wir hergekommen sind. Jetzt atmen wir mal tief durch. Chill mal. Und dann sprinten wir wieder. So. Ah ja, genau, ich kann mich erinnern. Ja, alles klar. Wir müssen wieder ein Stückchen zurück.
Wir müssen den Hebel irgendwo in der Mitte von so einem runden Raum einsetzen, wo so ein Relief war. Das Ding ist freaky. Ja, es sieht ein bisschen aus wie Birkins letzte Digitationsstufe, ne? Sie kann einfach nicht mehr. Ich muss sie mal kurz durchatmen lassen, sonst wird sie nervig im Fallenraum. Geht's wieder? Okay, let's go. Oh, ja, komm her. Das ist immer schön. Na komm. Es ist schon schön, wenn das passiert, ne? Ich höre Körper platzen. Da ist anscheinend noch jemand in ein Messer für uns gelaufen. Dankeschön. Frag mich übrigens nicht, warum die Mantarok-Zombies uns auch angreifen. Ich schätze, Zombies tun einfach Zombie-Dinge, ne? Kann man nichts machen. Guckt, jetzt ist unsere Hauptfigur schon ziemlich wahnsinnig, ne? Jetzt hören wir komische Geräusche, die Musik hat sich verändert, die Kamera ist schief. Und jetzt kann es eben jederzeit auch passieren, dass wir sehr, sehr seltsame Erfahrungen machen. Moment, ich bin, glaube ich, zu weit zurückgelaufen, oder? Dammit! So weit hätten wir nicht zurücklaufen müssen. Okay. Ich habe es übersehen. Den Punkt, wo wir eigentlich hin müssen. Ah, es war hier. Okay, dann bringe ich die schnell um. Ah, jetzt fängt sie schon an zu wild zu murmeln. Das ist auch schön, wenn die kopflos sind. Ah, wir werden gebissen. Was Zombies halt so tun. Wenn die kopflos sind, dann hauen die sich auch gegenseitig. Dann hauen die halt einfach Luftlöcher und schauen nicht mehr, was die da treffen. Kann man auch ausnutzen, wenn man will. Ich kann dafür sorgen, dass die sich gegenseitig umbringen. So, der geht weg. Ist gut, der soll wegbleiben. Dann benutzen wir jetzt hier den Stab. Und jetzt öffnet sich die Tür hinter Mantarok, wo ich vorher schon die ganze Zeit reinlaufen wollte. Ich war wieder ein bisschen zu voreilig. Come on. Das ist gemein. Der hat mich quasi, weil normalerweise, wenn man einmal getroffen wird von so einer Falle, hört die auf zu funktionieren. Und in dem Fall war es jetzt eben so, dass die mich immer wieder durch den Rückstoß auf den Auslöser geschubst hat, ne? Und ich bin immer wieder rein. Zwischen Auslöser und Falle hin und her. Hallöchen, ich bin nur auf der Durchreise. Tschüss. So, dann bringen wir ihr Kapitel zu Ende. Ich freue mich schon sehr auf das Kapitel mit ihrem Urgroßvater oder Ururgroßvater oder was auch immer. Also nicht von ihr, sondern von Alex. Eins meiner Lieblingskapitel. Da könnt ihr echt gespannt drauf sein, dass das ist ziemlich gut. Nee, leider nicht. Leider wird da wohl nie Nachfolger kommen. Where is the essence of Mantarok?
again, child. Very well, then. You will succumb to the horrors of oblivion. Kapitel abgeschlossen. Und wie es der Zufall so will, müssen wir jetzt in dem Haus ein Rätsel lösen, das wir gerade gelernt haben. Verrückt. Später macht das dann mehr Sinn, weil dann muss Alex anfangen, Magie zu benutzen, die sie aus den einzelnen Kapiteln gelernt hat, ne? Aber am Anfang ist das manchmal ein bisschen weird. So, und da haben wir das nächste Kapitel. Suspicions of Conspiracy. Unter Verdacht der Verschwörung. Your presence is long missed, my liege. Nee, Resident Evil war viel früher als Eternal Darkness. Yes, the power flows from me. Without me, you are nothing. My meditations reveal a flaw in our plan. There is no flaw. Mantarok and the others move too slowly to counter our preparations. Once Mantarok is bound, its death will be prolonged for a thousand years. Its fate will assure the balance of power over the Da liegen 5 Jahre dazwischen, habe ich gerade geguckt. In our favor. And with the Keeper nullified, my power grows stronger still. And what of its essence? Mantarok has employed others to defend it. It is of no matter, for the power I will need upon my return will crush all that oppose me. Enough of this. What of this Charlemagne the Frank? Is he still a concern? His undoing has been planned in intricate detail. Ah ja, jetzt kommt ein schönes Kapitel. Most loyal to him. Die Kapitel in der Kirche und die Kapitel im Roivus-Anwesen, die finde ich immer am schönsten. And there hasn't been one of those for a long time. Okay. Dann lesen wir das nächste Kapitel. Man könnte sich übrigens jetzt schon ein bisschen in der Villa umschauen, aber das machen wir erst, wenn wir es müssen. Ich hol mir jetzt noch ein Bier. Ich trinke heute 2 Bier. Whenever a king vows reform, the ancients move quickly to stifle it. Under the auspices of Emperor Charlemagne the Frank, the new Holy Roman Empire was at the height of its power. Hanc mit ad dominum et imperatorum nostrum, carolum magnum Francum. Deliver this to our Lord and Emperor Charlemagne the Frank. Hey, there's a Drailgun. Hallo. They are words for his eyes only. At once. Erkennt ihr ihn wieder? Das war der, der gerade unserer vorherigen Protagonistin ihre Lebensaufgabe, das Herz zu behüten, gegeben hat. Bewitched. If this was meant for Charlemagne, then what will become of him? I have to warn him of this treachery. Tja, jetzt müssen wir Karl den Großen warnen. Weil wir haben gerade einen bösen Zauber abbekommen, der eigentlich für ihn gedacht war. Oh Gott, ich glaube, oder? Ja, nee, ab jetzt wird dann ein neuer Gegnertyp eingeführt, der echt unangenehm ist.
Hallo. Der Mönch grüßt uns. Aber die haben einen ihrer Order verloren, der vom Turm gefallen ist. Aber er fragt sich, ob das wahr ist, weil er sagt, so komisch. Dann schauen wir doch mal, ne, was macht man, wenn man so in eine Kirche geht? Man guckt mal in den Sarg, der da vorne rumsteht, weil warum sollte man das nicht machen? Let's go. Uh-oh. Oh my God, what is it? What happened? This devil's work. We should get out of here. Tja. You have proven what we have feared the most. This poor man has been the victim of great evil. Look, how his body has been defiled. As if something has burst out from inside him. Here, Chestbuster. Take this for your protection. And find the bishop. He must be informed of this horrible discovery. Hat nie irgendjemand vorher, aber gut, okay, von mir aus. Jetzt kriegen wir dann auch, glaube ich, in dem Kapitel Zugriff zum Zaubersystem, das auch ziemlich cool ist. Das erkläre ich euch dann kurz ein bisschen, wenn es soweit ist. Ich glaube, wir müssen die Treppe hoch. Und jetzt passiert was Surreales. Hi Doll, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch. Hier kommen wir ab jetzt mit jeder unserer Hauptfiguren hin und jede ist hier quasi verewigt. Pius Augustus, der Gefallene und Elia, die Tänzerin, die haben wir bis jetzt hier in unserem Mausoleum. Den Tome of Eternal Darkness nehmen wir natürlich. Und jetzt quasi, ne, weiß Anthony alles, was wir bis jetzt gespielt haben. Der weiß jetzt alles, was wir wissen. So muss man sich das vorstellen. Die Figuren, sobald die den Turm aufheben, wissen alles bis zu dem Punkt, wo wir schon gespielt haben. Ja, wir nehmen die Urne mit. Wir nehmen das damit. Das ist wichtig. Ein Medaillon mit 3 Punkten. Der schlimmste Raum immer. Ich finde den sehr cool. Ich mag den total gern. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn man dahin zurückkommt. Genau, das ist jetzt quasi das erste von unserem zukünftigen Zaubersystem, was wir haben. Wir können ab jetzt Zauber mit 3 Runen sprechen, aber wir haben noch keine Runen, ne? Deswegen bringt er uns noch nicht viel, aber das kommt jetzt noch. Na, guck mal einer an. Wenn der mal nicht eine Rune in seinem Bauch hat. So, unsere erste Rune haben wir gefunden. Aber mit einer Rune zaubert sich schlecht. Die Grünen halten wirklich gar nichts aus, ne? Die haben halt so Phantom-Körperteile. Aber die sind schon sehr schnell tot. Nee, ich mag den roten Gott schon am liebsten. Der Raum ist einfach so verstörend, weil der Boden nur aus Gesichtern besteht, die alle schreien. Ja, ja, und auch das Sounddesign, ne? Und je mehr man sich diesen Tome of Darkness nähert, desto lauter werden die Schreie und so. Das ist schon alles sehr gut gemacht. Ja. Und unser Anthony zombifiziert immer mehr durch seinen Fluch. So, jetzt haben wir eine Fackel und die ist sehr gut, sehr effektiv gegen die vertrockneten braunen Mantarok-Zombies. Nicht, dass die irgendwie gefährlich wären, aber mit der Fackel kann man die halt One-Hit killen, ne? Das ist schon nett.
Er dankt dir für sein Leben. Und der Mönch erzählt Anthony, was passiert ist. Er hat eine grüne Urne vom Baptism, ich weiß nicht, was das bedeutet, von der Tauffront oder so, keine Ahnung. ja. Und dann hat er dem Bischof, dann ist er dem Bischof begegnet. Und der ist dann. Der hatte ein Schwert und seine Augen haben mit einem bösen Feuer gebrannt. Und der Mönch hatte Angst und hat die Urne fallen gelassen und ist davon gelaufen. Und ja, genau. Die Urnenscherben liegen rum. Aber dafür kriegen wir jetzt ein cooles Schwert. Der Nachteil an so One-Hit-Kill-Waffen ist halt, dass wir die nicht finishen können. Aha, es ist zu dunkel. Okay, ich muss die Fackel nochmal kurz ausrüsten. Weil sonst zieht Anthony die Uhrensplitter nicht am Boden, die wir mitnehmen müssen. Im Grunde sind die ersten drei Level, auch wenn sie schon cool sind, sind noch so die Tutorial-Level, wo man erstmal die ganzen Mechaniken der Reihe nach lernt. So, die zertrümmerte Uhrenteile, die haben wir schon mal. Ich mag das Schwert, aber eigentlich ist es voll dämlich, weil es ist in den engen Gängen hier echt nicht gut zu benutzen eigentlich. So, hier haben wir eine Steintafel. Das ist unser erstes Magie-Rezept, wenn man so will, quasi. Also das erklärt uns eine Rune, wenn wir die passende Rune dazu finden. Ach so, ja, komm. Anthony, wenn du schon langsam zum Zombie wirst, dann halten wir dich wenigstens psychisch noch geistig so gesund wie möglich. In dem späteren Kapitel kann man dann theoretisch Menschen töten und verliert dadurch extrem viel Sanity. Was ich irgendwie auch einen netten Kniff finde. So, wir müssen hier sowieso nochmal herkommen, aber ich kann hier trotzdem, wenn wir schon mal da sind, die blaue Urne mit Wasser füllen. Oh nein, sie ist mir aus der Hand gefallen und zerbrochen. Aber wir haben eine Rune darin gefunden. Das ist ja praktisch. Okay, und jetzt können wir in unser Spell-System gehen. Und jetzt gehe ich hier mal auf New Spell. Neuer Zauber. Ich nehme die 3-Power-Vorlage, weil was Besseres haben wir nicht. Und jetzt nehme ich hier unsere Hauptrune, die bestimmt die Magie. Das ist jetzt quasi die Magie des grünen Gottes, die ist für geistige Gesundheit und Psyche und Intelligenz verantwortlich. Dann nehme ich die Rune, die wir schon identifiziert haben. Die Rune, indem ich die Magie von diesem grünen Gott auf ein Item projizieren kann. Und die Rune, die wir noch nicht können, erkennen, aber die kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird für Reparatur oder Heilung stehen. Und jetzt haben wir einen Zauber erschaffen, indem wir die Magie des grünen Gottes auf ein Item mit dem Modifikator Heilung quasi sprechen oder Reparatur. Und den Zauber wirken wir jetzt mal auf die blaue Urne. Und somit ist die Urne wieder geheilt. Und so funktioniert das Zaubersystem, basically. Ja, warte, Moment. Und jetzt können wir den Zauber 1, der noch nicht identifiziert ist, nochmal auf die grüne Urne anwenden. Achso, Moment. Und jetzt füllen wir die grüne Urne damit. Und die rote Urne ist schon voll und die blaue füllen wir auch mit Wasser, aber das brauchen wir später. Und jetzt muss ich mal kurz was testen, aber ich glaube, das ist nochmal ein anderer Zauber, den ich jetzt meine. Wenn wir den jetzt auf unser Schwert anwenden, oder? Ah doch, geht schon, cool. Jetzt haben wir nämlich unser Schwert verzaubert und das hat jetzt grüne Power und ist stärker. Und jetzt machen wir eine ganz kurze Pinkelpause. Ich bin sofort wieder da, ganz kleinen Moment.
So, da bin ich wieder. Ich bin ein bisschen heiser heute, ne? Taufbecken war das Wort vorher, dankeschön. Ja. Taufbecken. Genau, hab ich schon mitbekommen, dass heute eventuell ein Silent Hill 2 Remake-Trailer gezeigt wird. Bin ich gespannt drauf. Ich erwarte ja schon fast, dass es schlecht wird, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich hoffe, ich habe Unrecht sogar. Wirklich. Ich hoffe wirklich, ich habe Unrecht. Aber ich habe kein gutes Gefühl bei dem Remake. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ob die heute auch wirklich Gameplay zeigen oder ob es nur ein Story-Trailer wird. Ich bin ganz außer Atem. Ich habe mich so beeilt, aufs Klo zu gehen und wieder hierher zu kommen, dass ich ganz außer Atem bin. Ich spiele sogar gerade ein bisschen mit dem Gedanken, ob wir heute vielleicht ein bisschen länger machen und dann könnten wir uns die State of Play gemeinsam anschauen. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnten wir das vielleicht machen. Aber das weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Hallo, MGB1 oder so. Wie geht's? Dir auch. Nein, bitte nicht. Warum nicht? Was spricht für dich dagegen? So, jetzt benutzen wir unsere mit Wasser gefüllten beschwerten Urnen, damit die Druckplatte unten bleibt und die Tür offen bleibt. Ansonsten wird sich das wieder schließen, wenn wir die Platte verlassen. Gern länger. Hab noch was zu tun. Was ist gerade passiert? Habe ich gerade was nicht mitbekommen? Naja. Würde aber auch nichts verpassen wollen. Okay, jetzt haben wir quasi eigentlich die Anleitung für den Zauber bekommen, den ich jetzt quasi schon gelernt habe, ne? Wenn man das jetzt nicht schon... Also das Coole ist eben, dass man das Magiesystem benutzen kann, bevor man die ganzen Zauber schon freigeschaltet hat. Netterweise. Ja, sehr gut jetzt. Aber theoretisch möchte das Spiel, dass man hier reingeht und dann erst die Anleitung findet und dann zurückgeht. Bla bla bla, wir haben das jetzt ein bisschen abgekürzt. Oh, kommen jetzt Trapper? Oh, ich glaube, es kommt Trapper in dem Kapitel schon, oder? Gucken wir mal. Ich weiß nicht mehr genau. Nein, jetzt kommen die Chestbuster. Jetzt kommen die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel. Oder? Nee. Noch nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Schlüssel. Ich find's lustig, wenn man menschliche Gegner tötet, verliert man super viel Sanity. Aber wenn man die am Boden liegenden menschlichen Gegner dann nochmal tötet, dann kriegt man sehr viel Sanity zurück mit dem Finisher. Was ich irgendwie ein bisschen weird finde. Aber okay. Ein Schrein für einen Gott, der von einem uralten Bösen spricht. Dass die Erde noch bevor der Menschheit bla 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 in den Wellies wanderte. Ihr wisst schon, Cthulhu halt. Cthulhu-mäßig halt. Ich meine, ne, es ist ja nichts verloren für alle, die irgendwie vielleicht weg müssen oder das nicht fertig gucken könnten. Denn es wird dann natürlich alles hochgeladen. Wahrscheinlich schon morgen, spätestens übermorgen landet das auf dem Let's Play-Kanal. Dann kann man die Stunde oder was man verpasst hat nachholen. Das ist ja alles nicht aus der Welt. Ah.
Ah, jetzt fangen die Wände an zu bluten, weil Anthony schon so verrückt ist. Das finde ich immer sehr lustig. Wartet mal schnell. Ich will nur kurz mein Schwert nochmal verzaubern. Genau, jetzt kommen die Trapper. Ich glaube, dem ersten kann man nicht ausweichen. Trapper sind im Grunde coole kleine Wesen, die einem in ein Paralleluniversum teleportieren, aus dem er flüchten muss. Und dieses Paralleluniversum ist im Grunde ein bisschen ein weirdes Minispiel, das eigentlich nicht wirklich Sinn macht. Beziehungsweise, dass man sogar zu seinem Vorteil nutzen kann, wenn man es verstanden hat. Also irgendwie ist das... Ich finde es ganz, ganz merkwürdig. Aber mein Gott. Na? Ja, gehen wir zu Blau, ist auch wurscht. Ich wäre am liebsten gleich zu Lila gegangen, aber machen wir es so. Hi, Albert Wesker. Dann heilen wir kurz unser Mana hier hinten, ist eh voll. Und dann hauen wir ab hier. Ist ein bisschen komisch, ne? Ist ein bisschen komisch. Die Idee hätte man noch ausbauen können mit der Trapper-Parallele-Universumsdimension und so. Aber okay. Im Verlauf des Spiels durchaus nervig manchmal, wenn man in den ungünstigen Momenten in diese kleine Parallel-Universums-Dimension geschossen wird. Trapper sind allerdings blind. Das ist das Nette. Also auch wenn man keine Fernwaffen hat, kann man sich an denen einfach vorbeischleichen, wenn die nicht gerade in so einem engen Gang sind wie der erste. Hallo. Okay, der hat uns nichts Interessantes zu sagen. Moment, haben wir jetzt eigentlich... Wir haben den Bischofsschlüssel. Okay, genau. Dann haben wir sein Kapitel jetzt auch schon wieder fast. Aber wir sind schon sehr zombifiziert. Du schaffst es, Anthony. Es ist nicht mehr weit. Ach, die werden hier auch schon eingeführt. Ah, okay. Die Dreiköpfigen. Ah, shit. Ich dachte, ich schaff's noch rechtzeitig. So. Okay. Endspurt, Anthony, du schaffst es. Bam. To save him, Anthony. His fate was decided many centuries ago, as is the fate of this world. Despite your faith, there is little to save you from the power of Chaturna. Das hier sind sie. Das sind die nervigsten Gegner überhaupt. Die werden hier aber nur angeteased quasi. Ja.
dreiköpfige Riesenhunter. Ja. Ich finde die auch fast ein bisschen... Ich meine, der rote Gott hat ja sowieso sehr, ich sag mal, weltliche Gegnertypen. Gerade diese dreiköpfigen und so, die sehen bei den anderen Göttern noch ein bisschen surrealer aus. Aber gerade dieser große, dreiköpfige, super mutierte Fleischberg, der ist schon fast ein bisschen zu albern für das Spiel. Ah, jetzt habe ich drüber geredet. Habt ihr es mitbekommen? Immer wieder ein schöner Effekt. Passiert halt nicht jedes Mal, aber wenn man sich der Tür nähert speziell, hört man öfter so ein ganz lautes Hämmern plötzlich. Wenn man das zum ersten Mal spielt und damit nicht rechnet, kann einem das ganz schön fertig machen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig, was wir jetzt tun. Wir haben den Reparaturzauber gelernt, also obviously brauchen wir den. Aber ich glaube, dafür müssen wir eigentlich erst irgendwie was kaputt machen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen um. Ah, ach so, nee, das können wir noch nicht machen. Beziehungsweise doch, doch, das könnten wir auch machen. Vielleicht ist das das Rätsel. Nee, eben, da brauchen wir erst Kathorgas Magie. Ah, passiert auch bei anderen Türen, okay. Oh, ich erinnere mich gerade an einen ganz speziellen Jumpscare im Spiel. Der hat mir damals beim ersten Mal spielen wirklich eine eiskalte Gänsehaut über den Körper gejagt. Ich will euch den jetzt gar nicht spoilen, aber das war wow. Aha, jetzt haben wir es. Der Schlüssel für den zweiten Stock ist leider abgebrochen. Alles klar. Er ist auch ein Klassiker hier. Die Büste, die einem verfolgt, wenn man ein bisschen verrückt ist. Das passiert jetzt nur, weil durch das Lesen des Domes wird auch Alex immer verrückter. Ihre Sanity sinkt immer mehr. Deswegen fangen jetzt hier auch die Wände zu bluten an. Sie hört komische Geräusche und so weiter, ne? Dann durchsuchen wir mal das Badezimmer. Eine Seite aus dem Tagebuch von unserem Großvater haben wir gefunden. Everything that brightened my life now. Alles, was mein Leben erhält, ist nun in Finsternis gehüllt. Ich habe mich vom Licht der Wahrheit ernährt und jetzt verhungere ich im Schatten der Lügen. Ich habe mein Leben lang gelernt, aber ich weiß so viel wie ein neugeborenes Baby. Das war der Jumpscare. Ich wollte es euch nicht spoilen, aber beim ersten Mal spielen war das der Jumpscare, der hat mir eine eiskalte Gänsehaut über den Rücken geworfen und ich habe erstmal kurz irgendwie Pause gemacht und durchgeatmet. Das hat mich eiskalt erwischt damals. Meine Güte. Ich glaube, aber da kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, aber ich glaube sogar, die Gemälde im Flur verändern sich und wenn unsere Sanity niedrig ist, werden die irgendwie total verrückter und bedrohlicher, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich nicht mehr, an so Details kann ich mich teilweise nicht mehr erinnern. Hab extra weggeguckt. Ah, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich eine halbe Stunde geheult. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist natürlich unschön. Ganz so schlimm. Aber ja, ich kann das voll verstehen. Mich hat der auch richtig, richtig hart erwischt damals. Das ist was, das wir. Das ist ein so ein Videospielmoment, an den werde ich mich immer erinnern.
Damit rechnet man auch nicht, ne? Das ist auch wirklich gemein, das Spiel an der Stelle. Man erkundet da so ein bisschen gemütlich die Gegend. Die Tür ist leider zu tapeziert. Das heißt, wir haben keine Chance, dass wir da durchkommen. Kann man nichts machen. Das Fenster ist ein bisschen weird. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir jetzt eigentlich machen müssen. Im zweiten Stock hin war schon gut, ne? Aber... wo finde ich denn jetzt gleich nochmal die nächste Seite? Munition, später gut. Hier brauchen wir erst einen anderen Zauber. Ne, da brauchen wir erst, glaube ich, die Spitzhacke, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Hi Gunterplus, wie geht's? Cool, dass du hier bist. Ach, wo war denn die nächste Seite vom The Tome of Eternal Darkness? Ich kann mich leider gerade nicht mehr erinnern. Hallo, Akoium. Was geht? Mir geht's auch ganz gut, dankeschön. Ich habe heute schon während ich streame jetzt schon mein zweites kleines Bier getrunken. Ich bin leicht angeschwipst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja auch mal okay. Spinne ich jetzt? Warum komme ich denn gerade nicht weiter? Schau nicht so blöd. Irgendwas habe ich übersehen. Kommst halt nicht aus Bayern. Doch, natürlich komme ich aus Bayern. Und wie? Aber ich trinke tatsächlich nur sehr selten und sehr wenig. Ich habe das eh schon öfter erzählt, ne? Aber es war direkt... also, ich hatte in meiner Jugend eine Zeit, da fand ich selber schon unheimlich, wie viel ich eigentlich vertrage. Das war schon nicht mehr lustig. Aber seit mindestens 10 Jahren oder so trinke ich eigentlich fast gar nichts mehr. Na gut, vielleicht müssen wir gar nicht hier hoch. Ich schaue mich mal einfach noch ein bisschen weiter um im Haus. Aber ich glaube, in den Keller können wir noch nicht. Ich fand die Statue am Anfang sehr gruselig, bis mein Freund sagt, ey, die Statue ist pervers. Die schaut immer auf die Brüste oder den Hintern. Aha, da muss ich mal drauf achten. Weißt du gerade noch, Vampire Girl, weil du es ja aktuell gespielt hast, wo die nächste Seite ist? Weil ich kann mich gerade echt nicht mehr erinnern. Ich bin gerade verwirrt. Wir haben den Schlüssel für oben repariert, ne? Das wird wahrscheinlich schon wichtig gewesen sein. Weißt du auch nicht mehr. Das Gemälde blutet. Ja, ich verstehe es. Auch der Gesichtsausdruck, ne? Der ist so sleazy ein bisschen. Ja. Ich kann ja ansonsten mit meinem Zauber eigentlich noch nicht viel anfangen, außer mein Schwert zu verzaubern. Wie nennt man eine Kuh auf einem Fahrrad? Weiß ich nicht. Ein Kuratorium. Keine Ahnung. 34.000 Kronquarken. Ich muss mir echt was einfallen lassen. Ich muss mir aber was sehr Teures einfallen lassen. Murat. Den verstehe ich nicht. Weil ich nicht weiß, was ein Murat ist.
das Gefühl, Cold 4 und die Legacy of Kane-Reihe hätte auch was. Legacy of Kane finde ich super. Also gerade, ich bin ein großer Fan von Blood Omen 2. Das finde ich ganz großartig. Aber Cold 4 sagt mir gerade gar nichts. Ich bin gerade wirklich verwirrt, weil oben die Schublade, da kann ich mich dran erinnern, aber das können wir jetzt noch nicht machen. An das kann ich mich erinnern, aber das können wir jetzt auch noch nicht machen. Oder? Nee. Nee. Ich kann auch keinen neuen Zauber lernen. Das mit dem Klavier kommt erst später. Ich gehe noch mal zurück. Vielleicht, wo wir hergekommen sind. Ich stehe gerade leider ein bisschen auf dem Schlauch. Wie schön, dass du auch Blood Omen 2 magst. Ja, ich finde, also Blood Omen 2 hat mich damals auch super begeistert. Das habe ich auch vor kurzem erst wieder gespielt. Da haben wir, glaube ich, in unserer dritten CCG-Podcast-Folge gemeinsam drüber geredet. Da habe ich Michael dazu verdonnert, dass er das auch mal spielen muss. Murat ist sein Name. Achso, okay. Dann, okay. Das ist auch schön. Hört ihr das? Wir hören gerade Schritte im oberen Stockwerk, die aber natürlich gar nicht wirklich da sein können. So viel schöne kleine Horror-Effekte, ne? Das ist schon schön. War dieser Zombie-Shooter auf dem Schiff? Hä? Ach, Cold 4 war ein Zombie-Shooter auf dem Schiff. Das sagt mir trotzdem nichts, aber muss ich mal gucken. Ehemaliger König von Nepal, Joachim Murat. Okay. Na gut. Die Urne in der Eingangshalle. Ich wüsste gerade gar keine Urne in der Eingangshalle. Hier ist, glaube ich, der Familienstammbaum. Da ist das Planetarium oder so, aber da müssen wir auch erst sehr viel später hin. Das ist, glaube ich, eins der letzten Rätsel. Uhr. Ach so, mit der Uhr in der Eingangshalle. Naja, die Uhr ist ja schon das allererstigste Rätsel überhaupt, ne? Hey, ich bin gerade komplett. Ich schaue jetzt mal kurz nach. Hä? So. Enter Bock. Hä? Kapitel 4. Ah, jetzt kommt Karim. Ah, okay. Jetzt gehen wir nach oben, genau. Dann bricht der Schlüssel. Don't forget the first floor layout. Bla 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 bla. Hä? Weniger trinken beim Spielen. Ja, wahrscheinlich eine gute Idee. Okay, warte mal. The second floor. From the door leading to the view, heading right.
Statue, genau. Revolvermunition. To the foyers, door left are the gun room. Where a capture page. Im Gun Room soll die angeblich sein. Da muss ich jetzt nochmal schnell hingucken. Ich habe das komplett übersehen. Ich kann mich schon erinnern. Wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß es schon. Es gibt so ein paar Kapitelseiten, die hängen so ein bisschen hinter Bilderrahmen hervor. Und da habe ich nicht genau genug geguckt. Ja, guckt. Ich sehe es jetzt schon, wo ich reingehe. Da ist sie nämlich. Das ist das Gemeine. Er war einfach nur nicht aufgepasst. So, jetzt haben wir sie. Okay. Let's go. Nächstes Kapitel. Das wird jetzt ein sehr kriegerisches Kapitel. Modern psychology offers only unproven theories. Some see them as the meaningless tossing and turning of a brain settling into a restful sleep. Others see them as laden with symbols of our unconscious desires. To still others, dreams represent the upwelling of the archetypes, normally hidden deep within the recesses of the human collective unconscious. Of one thing I am certain. After a brush with the ancients, our dreams metamorphosize into nightmares. Ja, da muss man einfach entweder genau gucken oder halt wirklich alles anklicken, weil dann sagt einem der Text auch so, oh, hinter dem Bild ist ja was versteckt. Und ich habe immer auf den Schreibtisch, aber nicht wirklich auf das Bild geklickt. I have implored you for years. Ein neuer Silent Hill Film. Ich finde den ersten auch in Ordnung, zumindest für Videospielverfilmungen aus der Zeit. I fear I desire you many hundred times more. Then you love me. My life has become a waking dream, Kareem. For weeks, I have dreamed of an ancient treasure, so precious that it changes all life. Für mich war das früher auch immer Aladdin, ja. If you truly desire me, as you say, then you will find this for me. Bring this treasure to me, and I will be yours. Both of our dreams will come true. Hi, Trev. Ja, für mich ist Eternal Darkness auch ein sehr nostalgisches, sehr cooles Spiel. Ich mag das wirklich sehr gern. Es gibt Kapitel, die mag ich weniger. Es gibt Kapitel, die mag ich mehr, aber insgesamt schon ein großartiges Spiel. Das Kapitel mag ich wieder ein bisschen weniger. Leave now, Kareem. And I shall await you. Blue Stinger steht sogar auf meiner Bonusspielliste. Das werden wir, wenn genug Bonusziele erreicht werden, auch uns definitiv anschauen. Wir haben ja noch lange vor uns, wenn wir alle Resident Evil Spiele durchspielen wollen, da ist noch viel Raum für zukünftige Bonusspiele. Und Blue Stinger ist eins davon. Da bin ich auch gespannt drauf, das habe ich noch nie gespielt. A man's corpse lies fallen. Der Leichnam eines Mannes liegt gefallen auf dem Boden. Wunden, die sein Fleisch offenlegen, sind übersehen seinen Körper. Seine Rüstung hat versagt. Na dann, Kareem. Holen wir uns den Tome of Eternal Darkness. Und jetzt steht unter den Statuen natürlich auch Anthony. Ups. Die Zombies stehen auf. Aber wisst ihr was? Interessiert uns gar nicht. So.
diese Sanity, ne, dass man wahnsinnig wird und dass man durch die Finisher sich die Sanity wieder so ein bisschen zurückholen kann, ist auch deswegen eine relativ clevere Game-Design-Mechanik, weil im Grunde zwingt die dich auch dazu zu kämpfen, weil es wäre am meisten super easy, einfach durchzulaufen durch die Räume und alles zu ignorieren, aber dann sinkt halt einfach deine Sanity irgendwann so stark, wenn du nur laufst und nie kämpfst, dass du schon Lebensenergie verlierst, wenn du nur in die Nähe von Gegnern kommst. Und insofern macht das schon Sinn, dass man sich auch mal den Gegnern stellt hier. Mein Gott, ist der zäh. Haben wir erstmal den da. Dem wächst schon wieder ein neuer Kopf. So, eine neue Rune haben wir erhalten. Das ist doch schön. Es ist basically das Necronomicon, ja. Der Tome of Darkness ist das Necronomicon. Aber halt anders. Aber schon, ja. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal schnell gucken, welche Rune wir da bekommen haben und ob wir da vielleicht schon einen Zauber brauen können. Nee. Nee. Okay. Ich weiß nicht mehr, welche Rune das ist. So ein paar Level, die sind irgendwie mehr auf den Kampf ausgelegt und das hier ist eins davon. Später, ziemlich gegen Ende, kommt ein Kapitel mit einem Feuerwehrmann in der Moderne und da dreht das Spiel komplett durch. Da kämpft man dann plötzlich mit Granatenwerfer und allem möglichen und Maschinengewehren gegen Massen an Gegnern. Ja. Ich bin eher ein Fan immer von den langsameren, dem psychologischeren Horror-Leveln und weniger diesen Kampf-Leveln hier. Moment, kann ich damit nicht nach unten fahren? Ich dachte nämlich schon. Ha, muss ich nochmal gucken. Okay, wir sollten nicht die rote Abzweigung nehmen. Perfekt. So, jetzt. Genau. Ich habe jede Passage zweimal gespielt, um alle Sanity-Effekte mit jedem Charakter zu erleben. Das kann ich gut verstehen. Ich habe da auch sehr viel dann mit den Sanity-Effekten beim zweiten und dritten Playthrough rumexperimentiert, definitiv. Das ist natürlich schon sehr cool. Apropos, ich könnte mal speichern, vorsichtshalber. Oh, jetzt kriegt Karim seine Superwaffe. Thank you.
Nein, ich will doch nur aufheben, was da am Boden liegt, Mensch. So, jetzt, danke. Oh nein, ich hasse es. Die sind super gefährlich, die Scheißdinger. Weil die halten zwar zum Glück echt nicht viel aus, aber die können einen One-Hit killen. Die springen einen an und fressen sich in den eigenen Körper und dann ist Schluss mit lustig. Und außerdem, wenn die aus Körpern rausplatzen, wie wir gerade gesehen haben, werden unsere Hauptfiguren komplett irre. Karim ist jetzt echt psychisch am Ende quasi. Verrückter wird's nicht mehr hier. Aber die Level mit komplett geleerter Sanity-Leiste zu erkunden, ist schon auch sehr interessant, ja. Ich will es jetzt nicht provozieren, aber wir werden bestimmt sehr viel Sanity-Effekte noch sehen hier in unserem Playthrough. Okay. Wir sind jetzt so am Rande des Wahnsinns, aber nicht mehr ganz wahnsinnig gerade. Ja, eben. Macht ja auch Sinn, dass das sehr verstörend ist, aber trotzdem unangenehm. Dammit. Ich wollte mir noch... Ah, jetzt konnten wir uns die Sanity von dem nicht mehr holen. Naja, okay. So, jetzt haben wir... Genau. Jetzt haben wir, glaube ich, den Heilungsspell erfunden. Wir haben bis jetzt nur die grüne Rune, das heißt, wir können den Heilungsspruch nur für die Sanity aussprechen. Aber wir können jetzt quasi... Das ist natürlich nicht wirklich passiert. Das Spiel hat uns hier nur getrollt. Wir können jetzt quasi Magie opfern dafür, dass wir unsere psychische Gesundheit ein bisschen herstellen. Das macht den blauen oder grünen Playthrough, ich weiß es nicht, auch deswegen am einfachsten, weil da kriegt man quasi die Heilung für die körperliche Energie am frühesten, nämlich hier schon in dem Level, weil man da mit der roten Rune startet. Aber ja. Langweiligerweise werde ich jetzt unsere Sanity mal ein bisschen heilen hier, wenn wir schon da sind. Weil sonst wird es unter Umständen echt gefährlich, weil wir jetzt körperlich nicht mehr so gut irgendwie klarkommen gerade. Und wir Karim nicht so einfach heilen können gerade im Moment. Okay, let's go. Jetzt kommt gleich eine komplett bescheuerte Arena, wenn ich mich recht erinnere. Aber erst kommt eine Cutscene. Times when insanity takes hold and nothing seems right. During those times, I will help you. Fear not, for I will keep the darkness away. This isn't really happening. Im Grunde, das finde ich auch ganz nett, ne? Im Grunde wird hier impliziert, dass unser Karim hier Visionen von Alex in der Zukunft hat. Das haben gerade nicht nur wir gesehen, das hat auch er gesehen. Das ist schon cool. So, und jetzt erkennt man den Ort wahrscheinlich auch wieder, ne? Falls da Zweifel bestanden. Wir sind im selben Tempel, in dem Augustus schon war, im ersten Kapitel. Oder im nullten Kapitel, wenn man so will. Boah, meine Güte.
Okay, nächste Runde. Let's go. Das ist nämlich echt gemein, weil wenn man hier in den Raum komplett ohne Sanity und dann auch noch angeschlagen reinkommt, kann es echt passieren, dass einem schon allein die Blicke der Zombies ganz schön in die Bredouille bringen. Das ist echt nicht nett. Hi, Trev. Eben, genau. Die gehören ja auch alle irgendwie zusammen. Unsere Hauptfiguren. Ich hab nicht mehr so viel Lebensenergie, ey. Hör bitte auf, Zombie. So. Nein, bitte nicht, ey. Ganz ungünstig. Oh Gott, ist das gemein. Ach, das war gerade, ohne Witz, die Waffe war gerade nicht sehr gut geeignet. Meine Güte, das war gerade ungut. Oh. Gleich noch einer. So, das hätten wir. Und jetzt werde ich den Recovery-Spruch mal mit unserer neuen roten Rune wirken. Auch wenn die Cutscene uns unterbricht, damit wir unsere Gesundheit ein bisschen herstellen. Ich werde jetzt auch gleich mal den auf oben legen mit dem Steuerkreuz, damit wir uns jederzeit schnell heilen können. Das ist immer gut. Gut geheilt ist halb gewonnen. Die psychische, ne, die psychische Power können wir jetzt ruhig ein bisschen unten lassen. Ist kein Problem. Hauptsache unser Körper ist gesund erstmal. Das ist das Wichtigste. An einer kaputten Psyche allein stirbt man in dem Spiel erstmal nicht. Achso, falsch. Falsche Magie. Moment. Hallo? Nein. Ah! Menü! Mach mich fertig. So. Und jetzt lernen wir quasi, wie wir den Schrank, den wir vorher schon gesehen haben, in der Villa von Alex Großvater öffnen können. Puh. So. Eine kaputte Psyche macht das Spiel ja auch lustiger. Ja, ja, total. Es ist total lustig auch teilweise, was die sich auch für clevere Sachen haben einfallen lassen, ne? Absolut. Deswegen werde ich auch nicht so viel Wert auf eine gesunde Psyche legen, wenn wir das jetzt hier streamen, als ich das alleine machen würde, weil es hat ja auch Unterhaltungswert, wenn wir wahnsinnig werden. Nur jetzt für den Kampf, für die Arena gerade, wollte ich eine gesunde Psyche unbedingt haben, weil das ist schon gefährlich. Die Arena reinzugehen, wenn man körperlich und psychisch am Ende ist.
So. Ich befürchte, ich werde hier noch öfter in die Geisterwelt gesaugt werden, ja. Aber was soll's. Ist der gerade explodiert? Ich dachte, ich tausche jetzt Platz mit dem, aber scheinbar habe ich den gesprengt. Na gut, okay. So, jetzt nimm endlich die Statue des gebrochenen Kriegers hier. Danke. Ist auch ein bisschen gemein, ne? Das kann man, glaube ich, auch sehr leicht übersehen, dass man da drüber klettern kann. Okay. Warum genau dieses Rätsel existiert, verstehe ich auch nicht. Dass man den da hinlegen muss, damit man dann wieder wegnimmt. Und jetzt kommt übrigens gleich die nächste Arena. Karims Kapitel ist einfach voller Arenenkämpfe. Ich mag's nicht so gerne. Aber es ist schon in Ordnung. Das Spiel ist insgesamt gut genug, dass es sich so Kapitel leisten kann, finde ich. Warte mal, kann ich zufällig mit den Teilen, die ich jetzt schon habe... Ich habe selbst... Nee, schade, selbst Project war es nicht. Nee, okay, alles gut. Machen wir weiter. Nächste Runde. Na, kommt her. Der geht in die falsche Richtung. Ich bin hier. Der Kopflose hat einen seiner Buddies umgebracht. Das finde ich sehr nett von ihm. So, ich befürchte, jetzt kommt noch mal so ein Dreiköpfiger, oder? Und dann haben wir es. Noch ein kleiner, na dann, komm her. Oh shit, ich muss hier weg. Noch Gott sei Dank. So, jetzt komm her. Komm gefälligst aus deinem Schutzschild raus, sonst ist es unfair. Komm, noch einen Schritt oder zwei. Das riesige One-Hit-Kill-Superschwert. Drei Köpfe auf einen Streich. So, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Dankeschön.
Und jetzt würde Karim beinahe zum Champion des grünen Gottes werden. Aber vielleicht kann es ja noch verhindert werden. Karim, we will be together forever. Chandra? What happened to you? Things change, my dear Karim. But even though my body is ravaged, I await you. Who did this to you? You were gone so long. I gave myself to a nobleman with a jealous mistress. She had me dragged from my bed, and in cruel revenge, flensed with knives. As the last blades were drawn across my body, and my blood cooled upon the floor, she cursed that I would only be with another in death. So much for thinking only of me. I should never have left. I have seen my folly, and have already paid dearly. I see so much more now. In death, I know the true value of the artifact which I asked you to find. And it is not for us to possess. If we are to be together again, you must make a sacrifice. Only when that is complete will we be together. Sacrifice? Why should I do anything for you? You lied to me. Betrayed me. You really don't look so good anymore. You must forget the past. Despite who you are now, you will also become something more, just as I have. But the sacrifice must be made. We must remain here and guard the artifact. Dark things will come to claim it, and you must be strong to keep it from them. Without your sacrifice, the world will fall into eternal darkness. The things eternal darkness! Sie hat's gesagt! Sie hat den Name gedroppt! Der Todeskuss. Ende Gelände. So, to be continued. Leider ist das Spiel jetzt vorbei und wir müssen auf Eternal Darkness Sanity's Redemption warten. Das ist schon auch lustig, ne? Die haben die Zukunft vorausgesagt. Heute sehen Spiele wirklich so aus. Du möchtest Kapitel 2 spielen? Es gab ja wirklich eine Zeit, ne? Mittlerweile haben die Monetarisierung, die Monetarisierungsoption für ihre Spiele so ein bisschen besser rausgefunden, wie man Leute nicht ganz so nervt. Aber ich glaube, in Assassin's Creed Brotherhood, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Zu der Zeit war es bei Ubisoft ja wirklich so, dass im Spiel die Story-Kapitel 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 und 13 waren. Und die anderen Kapitel musste man als DLC dazu kaufen. Tja. Oh, Telefon. Hello? Remember me, Alex. This can't be happening! Oder kann es? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was Realität ist und was nicht in dem Spiel. Nee, heute kein Palworld, Finch. Hallo. Ja, nee, ich denk's mir auch. Karim hat sich da von Anfang an in was verrannt. Also. Im Gewürzglas. Da würde ich auch die Kapitel von meinem uralten magischen Tome aufheben, natürlich. The Lurking Horror. Der lauernde Horror.
Finch, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, ob wir heute länger machen und dann die State of Play noch gucken um 11. Aber vielleicht machen wir zwischendrin eine kurze Pause oder so, ich weiß es noch nicht. Aber eventuell, ich überleg's mir noch. Entscheide ich spontan. Es kommt auch ganz darauf an, ob jetzt das Kapitel mit Alex' Urgroßvater kommt oder noch nicht. Weil das will ich auf jeden Fall noch spielen heute. The pillar of flesh has been constructed. The master of chaos, the keeper of the ancients, is long dead. The planets will be in alignment soon. All is prepared for your arrival. I will begin the final incantation that will bring you into our world within days. The next millennium will truly usher in a new age. Your guardians! Oder so, oder so. Aber wenn, dann möchte ich es, glaube ich, selber gucken. After the capture page is removed, the space char is no longer needed. Genau. Ja gut, dann starten wir jetzt Capture, ich weiß gar nicht, 4 oder so. Ja, ich glaube 4 oder 5 schon. The Lurking Horror. I will not argue that I was shocked by the sudden mention. Ja, mein Lieblingskapitel. Es gibt ein paar gute, die noch kommen, aber Dr. Maximilian Roivers ist der Beste. Jetzt werden wir so wirklich richtig wahnsinnig. I feverishly began to read more, eager to learn his story. It seems that Maximilian had inherited his father's mansion, just as I had. Alone since the death of his wife, and since his children had their own adult lives, he explored the house to discover his family roots. It has been 2 weeks since the death of my father, and it has finally come to me to look over the mansion. Now, I am truly alone. Forced to start a new life here in Rhode Island. I intend to make the mansion mine and live in it as my forefathers have, to continue the family tradition. The mansion has its secrets, I'm sure, and in my time here, I have to make them. Echt? Steuert sich der anders? Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich glaube, die steuern sich in Wirklichkeit alle gleich, so ziemlich. Ups. Aber er sprintet ein bisschen langsamer, ne? Ja. Das war übrigens, falls ihr es nicht mitbekommen habt, natürlich der Geist, ne? Der durch die Tür gegangen ist bei Alex' Vision vorher. Der Diener ist mit seinen Aufgaben beschäftigt. Ja, und hier ist noch der Raum, der später zugemauert ist, aber er ist verschlossen. Und hier ist noch ein anderes Glasrelief, oder wie man das nennt, eingelassen. Und auch nicht das, das wir kennen. Na, ich möchte das haben. Und in der Badewanne gab es damals auch noch keinen Jumpscare, aber dafür ein Plumpsklo. Ich hätte auch gern einfach 100 Diener, die mein Haus dauernd putzen. Wenn doch nur KI und Roboter schon so weit wären, ne? Es wäre großartig. Aber mein Staubsaugerroboter, den ich habe, der kriegt es nicht mal fertig, irgendwie über Kabel zu fahren und sowas. Oh Gott. Wie bist du auf Holy geschrieben? Die haben tatsächlich mich angeschrieben, ja, genau. Und haben mir dann Proben zugeschickt und dann habe ich gesagt, okay, das ist ziemlich lecker, das ist vegan, das ist cool, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und so war das dann.
Hä? Ach so, die Frage ist, was ist besonders gut gegen unseren Meister Kathurga? Und ich glaube, das ist das Blaue, hoffe ich. Ja, genau, Blau ist gut. Jetzt haben wir zufällig eine geheime Passage in unserem Haus gefunden. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? Der lebt hier wahrscheinlich schon länger, nehme ich an, keine Ahnung. Und plötzlich beschließt er, dass er jetzt mal anfängt, die Sachen in seinem Haus zu berühren und zu untersuchen, zu denen er vorher noch nie Kontakt hatte oder so. Und verschiebt plötzlich irgendwelche Sachen und findet Geheimräume. Einfach so, ne? Ein bisschen weird hier eingeführt. Aber jetzt ist gleich alles ganz egal. Na, jetzt haben wir den Tome of Darkness. Als Max den Tome of Darkness hochhebt, fällt ein Brief, der zwischen den Seiten klemmte, heraus. Max fängt ihn in der Luft, als er zu Boden fällt. Lieber Freund, wie ich schon vermutet habe, sind die Ruinen von N'Gar, diese verdammte Nekropole oder so, liegt tief unter der Villa. Der verfluchte Diener von Kathurga, die verfluchten Diener von Kathurga sind so nah, dass ich sie beinahe hören kann. Es gibt eine geheime Öffnung im Keller, von der aus man sich Zugang verschaffen kann. Ich flehe dich an, einige Männer zusammenzutreiben, um den Zugang zu versiegeln. Oder noch besser, den ganzen verdammten Ort zu zerstören. Ich habe etwas, das dir nutzen wird, im oberen Stockwerk versteckt. Schau ins Licht und dann wirst du es finden. Ich wünschte, ich könnte an deiner Seite sein. Aber mein Zustand verschlechtert sich jeden Tag und ich weiß, meine Zeit ist nur noch kurz. Gezeichnet A.R. Okay, wir haben jetzt zwei Frontladerpistolen und einen Säbel. Let's go. Wir sind bereit. Ich werde mir morgen mal ein Probepaket bestellen. Oh! Ja, mach das. Es gibt jetzt wieder, das war jetzt lange Zeit ausverkauft oder für ein paar Wochen ausverkauft, das große Probepaket mit 15 verschiedenen Geschmacksrichtungen von den Energy-Sorten, den Eistee-Sorten und den Hydration-Sorten. Da kann man wirklich mal alles durchtesten. Das ist jetzt ein besonders cooles Feature, finde ich, aus dem Kapitel, weil unser Hauptcharakter in dem Teil ist Arzt und jetzt wird quasi ein neues Kapitel hinzugefügt im Tome, das er anlegt, nämlich die Autopsie. Und wir können uns jetzt hier quasi Autopsieberichte aller Kreaturen anschauen, die er durchsucht hat mit so Zeichnungen. Und jetzt aktuell ist das alles noch ganz nett und ne, nicht besonders aufregend, aber in zukünftigen Kapiteln hören wir seine Stimme passend immer zu den einzelnen Zeichnungen in unseren Köpfen. Und das ist dann sehr gut. Schon allein deswegen lohnt es sich, das Spiel dreimal durchzuspielen, weil nur dann kriegt man eben Autopsieberichte zu allen Kreaturen, die es gibt. So. Oh oh, ich glaube, wir sterben hier. Shit. Huh, das war so knapp. Oh Gott. Ich dachte, ich schaffe den Kampf nicht mehr. Oh Gott, war das knapp. Jetzt muss ich aufpassen, dass nicht irgendwelche verrückt gewordenen Diener auf mich losgehen. Okay, wir haben einen neuen Zauber gelernt. Nämlich das Unsichtbare aufheben. Aber jetzt müssen wir erstmal uns ein bisschen heilen. So. Jetzt, wo das riesige, dreiköpfige Reptilienmonster besiegt ist, können die auch wieder putzen, gefälligst. Aber sie ist schon aggro, ne? Ja, okay.
Deswegen wird er in seinem Level auch sehr leicht, sehr verrückt, weil er muss die ganze Zeit Menschen köpfen. Und wenn man selber ein bisschen paranoid wird im Verlauf des Spiels, was durchaus passieren kann, fängt man halt vielleicht an, auch seine menschlichen Angestellten umzubringen. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Leicht paranoid, der Gute, definitiv. Aber halt auch nicht zu Unrecht. Also, soweit wir wissen, ne? Vielleicht ist er auch einfach nur komplett wahnsinnig und ermordet seine Angestellten einfach nur so. Das ist durchaus möglich. So, wir sind jetzt ziemlich am wahnsinnig werden im Grunde. Und jetzt gehen wir an die Decke, ey. Tja. Dass da kein Kronleuchter an der Decke ist, das wundert mich auch. Aber gut. Nee, Max, keine Sorge, das passiert wirklich nicht wirklich. So, lasst uns mal schnell unsere Pistolen nachladen. Okay, auch das ist natürlich nicht wirklich passiert. Wir haben uns nicht beim Nachladen aus Versehen erschossen. Aber vielleicht wirklich nicht die beste Idee, die Pistolen so unter die Achseln zu klemmen, wie es er macht, ne? Muss man schon auch sagen. Stimmt schon. Lieber Freund, das Haus wurde von einem uralten... Ach so, nee, von den uralten... Ne, warte mal. The house has been forsaken by the ancients. Also wurde von den Uralten verlassen oder zurückgelassen. Ich habe Angst davor, es zu betreten, um meine sterbliche Seele. Ich würde dir empfehlen, es auch so schnell wie möglich zu verlassen. Nimm das Buch mit. Es ist ein weitaus mächtigeres Werkzeug. And my well swing. Ach so, als du dir vorstellen kannst, und es mag möglicherweise tatsächlich den Pendel in unsere Richtung bewegen. Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist vielleicht ein wichtiger Vorteil. Der kleine Vorteil, der zu unserem Sieg führt. So, und mit unserem neu erworbenen Zauber können wir jetzt quasi optische Magie aufheben. Aber vielleicht muss ich es in der anderen Farbe sprechen. Oder wir müssen erst die blaue Rune finden. Ja, ich erinnere mich. Warte mal, boah, ich dachte schon, der will auf mich losgehen. Dabei wollte er nur an der Stelle putzen. Ich hätte ihn beinahe geköpft, weil er putzen wollte. Jetzt geht's schon los. Ich werde schon genauso paranoid. Hier, guckt, genau, hier verändern sich die Bilder, wenn man wahnsinnig wird. Das sind schon schöne kleine Details, ne? Ein Umschlag versiegelt. Warum ist da ein kleiner Balkon, der nie betreten werden kann wegen der Glaswand? Ist das nicht irgendwie weird? Okay. Dann öffnen wir mal den Umschlag. Ein Brief.
und ein Schlüssel für den Keller. Mein lieber Freund, wie ich vermutet hatte, sind die Bestien... Werden die Bestien auf unsere Entdeckungen aufmerksam? Sie wollen das Buch für sich selbst haben, so scheint es. Und sie wollen nicht, dass wir es in unserem Besitz haben. Ich habe Vorbereitungen getroffen, um sicherzustellen, dass sie den Schlüssel in diesem Umschlag nicht berühren können. Wenn du ihren Clown zum Opfer fallen solltest. Der Umschlag, der den Kellerschlüssel beinhaltet, ist mit dem, mit destruktiver Magie versiegelt. Wenn jemand, der versuchen würde, zu denen zu gehören, versucht es zu öffnen, dann ist alles scheiße. Bla 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 bla. Ihr wisst schon. Magisch versiegelt und so. Alles gut. Okay, wir haben jetzt den Kellerschlüssel, aber die Kellertür ist immer noch für uns unsichtbar. Jetzt verlieren wir halt leider schon echt viel Lebensenergie, wenn sowas passiert. Weil wir schon komplett wahnsinnig sind. Aber ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich noch irgendwie... Ich muss mich noch mal umsehen überall. Nicht, dass ich wieder was übersehen habe. Hallo, darf ich mal vorbei? Ich meine, so groß ist jetzt das Anwesen von dem auch wieder nicht, oder? Braucht man da wirklich für jedes Zimmer seinen eigenen Bediensteten irgendwie? Wirklich? Ist das wirklich notwendig? Genau. Sehr gut. Jetzt haben wir die Rune gefunden in einer Horrorvision, die wir gebraucht haben. Jetzt können wir coole Sachen machen. Zum Beispiel. Ja, hallo, ich möchte bitte ins Zaubermenü. Können wir jetzt rote Verschleierungsmagie aufheben? Ich werde mal kurz unser Schwert mit blauer Magie verzaubern, damit es effektiver gegen rote ist. Erstmal eine Autopsie natürlich, ne, mitten im Kampf. Und dann der Finisher. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah, dammit. Das ist sehr ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Okay, puh. Bis jetzt haben die zum Glück noch nie einen Sprungangriff gemacht. Der ist der wirklich gefährliche. Der ist uns bis jetzt noch erspart geblieben.
So. Oh, der Handle ist missing. Den haben wir schon gefunden. Perfekt. Gott sei Dank. Shadowing. So. Jetzt haben wir einen sehr wichtigen Spruch gelernt, aber ich werde gleich nochmal einen sehr wichtigen eigenen neuen Spruch kreieren, nämlich Project. Nee, warte mal. Muss ich kurz gucken. Ja, jetzt bin ich gerade verwirrt. Hab letztens mit einem Kollegen Eternal Darkness gespielt, hat seine gute Seite, ist leider viel zu lang. Ich finde das letzte Kapitel, ich finde es grundsätzlich super. Also ich finde es auch nicht zu lange oder so. Aber das letzte Kapitel ist leider dann wirklich sehr gestreckt. Das finde ich auch nicht mehr gut. Und vor allem recyceln sie quasi das Kapitel von ihrem Großvater nochmal so ein bisschen mit Alex. Das finde ich auch schade. Das hätte es nicht gebraucht. Am Schluss zieht sich's einfach zu stark, leider. Und hier sehen wir jetzt die riesige unterirdische geheime Stadt der dunklen Mächte, die nur darauf warten, die Menschheit abzulösen. Die schon seit Ewigkeiten unter dieser Villa lauern. Das hier kann unter Umständen ein extrem schwieriger Gegner sein, aber wenn man weiß, wie man den bekämpft, ist er eigentlich ziemlich luschig. Und ich guck mal, ob ich es wieder hinkrieg, dass wir ihn effektiv bekämpfen. Wir dürfen den nur nicht zu weit wegkommen lassen. Dann ist er nämlich auch schon tot. Und das kann ein mega nerviger und harter Kampf sein. Ne? Eigentlich ist es, glaube ich, auch so gedacht, dass man sich sein Schutzschild macht und dann verzaubert man seine Waffen und dann schießt man auf den und dann beschwört der Zombies und es ist ein ewiger Kampf der mächtigen Magier, die sich gegenüberstehen. Oder man haut einfach 6-mal mit dem Säbel drauf. Ja, mach's gut, Vampire Girl. Bis bald. I just had to find it. 3 Monate später. Dass er alle seine Angestellten umgebracht hat, hat doch irgendwie Konsequenzen gehabt anscheinend. Er konnte nicht in Ruhe einfach weiterforschen mit den ganzen Leichen im Haus. Komischerweise. Instead, they jeered and threw me into this forsaken place. A place of empty souls and fevered thoughts, reeking of fetor and decay. Think.
making me mad with delirium. Fools cast away their hopes of salvation by locking me in this damned asylum. May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all! And, ein schönes Kapitel, das mag ich. Ups, da kicke ich gleich mein Mikrofon, weil ich so begeistert bin. Cool, jetzt haben wir den nächsten Zauber gelernt, den wir brauchen, um wieder ein Stückchen weiterzukommen. Nämlich, dass wir eben die Wahrheit sehen können und uns nicht von der fremden Magie täuschen lassen. Und das brauchen wir im zweiten Stockwerk bei der Kommode. Weil da ist das Schloss vor uns verborgen. Das Schloss für den Schlüssel, den wir schon ganz am Anfang gefunden haben. Tada! Das ist ziemlich gemein, ne? Wenn man das nicht weiß, ist das schon gar nicht so nett, das Rätsel. So. Und hier finden wir einen Revolver. Und die nächste Seite. A Journey into Darkness. Wer ist die Blonde? Das ist Alex Rivers. Quasi die Hauptfigur im Spiel. Die anderen Kapitel durch die Zeit hindurch liest sie im Grunde im Tome of Darkness. Oder hat Visionen davon. For 7 centuries, its corpse has corroded your universe. And during those 7, the denizens of the region have been either destroyed or driven away. There is nothing, no one to stop us from collecting it. Mantarok. And its essence lie unprotected in the jungle. Then waste no more time. Retrieve it immediately. And pray to me that you do. Time is running short. And without me, you are mere flesh and bone. Remember that. Okay. Gut. Kommt jetzt der Archäologe? Kommt jetzt schon Indiana Jones? Oder was ist das nächste Kapitel jetzt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das starten wir jetzt noch. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Weil ich bin mir nicht mehr sicher, welches Kapitel das jetzt ist. Oh, ich hoffe, es ist nicht der Architekt vom Turm. Das hasse ich. Das ist das schlimmste Kapitel. Ich glaube nicht. The ancients' influence was incredible. Nee, es ist schon der Indiana Jones. Ah, okay. Ich dachte, er kommt erst viel später. Their insidious damage. Their prisons decayed constantly as their guardians' work continued. I discovered mention of a breakthrough in satellite radar imaging that revealed the presence of a hitherto unknown temple mound in the Angkor Thom region of Cambodia. An archaeologist of some repute, Dr. Edwin Lindsay, took it upon himself to investigate the area, to reveal the secrets of history. Unfortunately, the local government at the time thought differently, requiring that Lindsay find other means into the country and to finance the expedition. He found these in Paul Augustine, a collector of rare items who professed Paul an interest Augustine. In discovery and agreed to help. After a dysentery-riddled 2-week venture, Lindsay and Augustine located the remains of an ancient city temple dating back to the 12th century.
merkt euch den Namen Paul Augustin. Über den machen wir uns gleich lustig. Ich will nur nichts spoilen. Yes, this is it. It has to be. I hadn't expected the information to pan out, but here it is. The satellite data was correct. For years, I have searched for it without success. Here, all along, clouded from us beneath the great ancient's insidious magic. I am very pleased with your performance, Dr. Lindsay. Very pleased. In fact, so pleased that I will give you an early bonus. My God! You are a scholar, Dr. Lindsay, not a warrior. In that regard, I have several centuries more experience than you. Don't be a fool. Die quietly. And you will not suffer. You cannot. Hi, Michael. This place will be your tomb, just as it is Mantarok's. What a twist. Pius Augustus hat sich unter dem Namen Paul Augustin absolut unkenntlich und inkognito gemacht. Niemand hätte das ahnen können. Finde ich lustig. Neuer Gegnertyp. Auch nur gefährlich, wenn man nicht weiß, wie man gegen die kämpft. So, dafür, dass er ein Gelehrter und kein Krieger ist, hat er das riesige Haken-Tentakel-Monster aber ganz schön zerlegt, muss man schon sagen, ne? Mit seiner Pumpgun. Moment mal, warum geben wir jetzt nicht einfach wieder und rufen die Polizei oder so? Spricht da irgendwas dagegen eigentlich? Lindsay hat nicht vor, den Tempel jetzt zu verlassen. Er wird das Artefakt finden, bevor Augustin es schafft. Okay. Niemand legt sich mit ihm an. Ich verstehe. Na schön. Okay, Leute. Aber dann würde ich jetzt mal speichern. Und dann machen wir für heute Schluss. Bam. Wisst ihr was? Machen wir es von mir aus so. Machen wir es so. Wir machen jetzt Pause, aber wir treffen uns um kurz vor 10 wieder hier und schauen uns die State of Decay, wollte ich schon sagen. Die State of Play gemeinsam an. Aber ich muss jetzt mal eine Pause einlegen, schon allein, weil ich noch nicht Abend gegessen habe. Gucke ich mal ganz kurz. Heute mit 15 Spielen. Ich muss sagen, ich bin meistens kein so großer Fan von State of Plays. Die verbringen immer viel zu viel Zeit mit viel zu wenig Spielen, die mich nicht interessieren. Aber theoretisch könnte einiges sehr Interessantes heute auf dem Plan stehen, ne? Silent Hill 2, Dragon's Dogma 2, Death Stranding 2, lauter zweite Teile, aber alle interessant. Ja. Bin ich gespannt. Wann geht's los? Um 23 Uhr, oder? Warte mal kurz. Genau, ja, super. Treffen wir uns kurz vor 23 Uhr wieder hier, oder? Würde ich schon sagen. Und... Nee, wir machen ja dann weiter. Wir machen jetzt eine Pause. Und dann würde ich sagen, genau, bis dann. Bis später. Tschüssi.